perfekter Schlumpfhänger und nun wird er ausprobiert. Aha, es klappt. Mein Fußabdruckanzeiger funktioniert. Vielleicht ein bisschen zu stark, aber dies hier gleicht es aus. Schließlich gibt es nichts Schlimmeres als Schlümpfe, die übermütig werden. Augenblick mal, Clumsy, was ist das da auf deinem Stamm? Was? Wo? Ah! Oh, das! Hey, du bist ein netter kleiner Kumpel. Er mag mich. Es hat offensichtlich nicht die Spur von Charakter. Hey, was hast du denn da erwischt, Clumsy? Oh, das... ich weiß auch nicht. Och, ist das niedlich. Papa Schlumpf sollst du erst mal ansehen. Papa Schlumpf sagt auch immer... Sieh mal, was ich gefunden habe, Papa Schlumpf. Darf ich's behalten? Ein Fussel. Nein, Clumsy, auf keinen Fall. Bring's dahin, wo du's gefunden hast. Siehst du, ich sag dir, Papa Schlumpf muss ihn zuerst sehen. Aber nein, du weißt es ja immer besser. Och, aber Papa Schlumpf ist doch so klein. Kleine Fussels bringen großes Unglück. Bring ihn sofort zurück. Ja, Papa Schlumpf. Also, Schlümpfe, ladet die Stämme auf. Wir fahren nach Hause. Och, entschuldige, kleiner Fussel. Wir müssen uns leider trennen. Schnäuzchen halten oder die Sache ist geplatzt. Aha. Schlumpfspuren, es dauert nicht mehr lange, Asrael, es dauert nicht mehr lange. Wohin könnten die kleinen Biester wohl gegangen sein? Aha. Komm sofort da runter, du kleine blaue Baumkröte. Furchtbar, furchtbar. Asrael, sieh doch, es funktioniert. Immer geradeaus zum Damm, wir müssen sofort mit den Reparaturen beginnen. So, kleiner Fussel, ich wette, du bist hungrig. Ich gehe wieder an die Arbeit. Wiedersehen. Kleiner Fussel, ich bin das. Kleiner Fussel?
Fertig oder nicht? Ich komme. Schlaubi! Schlaubi, ich brauche einen kleinen Tipp. Entschuldige, Klamsi, aber es ist Mittagszeit und Mittagszeit eignet sich nicht für Probleme, sondern nur fürs Essen. Du siehst, die wissen das auch. Also? Nein, hinaus! Ah, wo kommen diese Fussels her? Oh, weia, die fressen mein Haus. Papa Schlumpf hatte recht. Fussels bringen großes Unglück. Und er wird sehr verschlumpft sein, wenn er rauskriegt, dass du ihm nicht gehorcht hast, Klamsi. Ja, ja, das wird er. Was soll ich denn nur tun? Weiß ich auch nicht, aber tu's schnell. Schau, schau nur. Je. Papa Schlumpfs Labor. Oh, Tagchen, Papa Schlumpf. Was, nicht in Ordnung, Klamsi? In Ordnung? Nein, ja, ich, vielleicht noch ein bisschen Suppe, Papa Schlumpf. Oder vielleicht ein paar Kekse. Besser nicht. Das Beste ist ein kleiner Spaziergang nach dem Essen, Papa. Aber ich habe doch noch gar nicht gegessen. Was geht hier eigentlich vor? Ah! Fussels! Klamsi, ich habe dich gewarnt. Fussels bringen Unglück. Ach, ich weiß, Papa Schlumpf, und es tut mir ja auch so leid. Die fressen mir das Labor leer. Sammle auch den letzten Fussel noch ein und bring sie alle zurück in den Wald. Jetzt! Ja, Papa Schlumpf. Wir kommen ihnen näher, Azrael. Ich fühle es, ich fühle es. Da, was habe ich dir gesagt? Hier waren Schlümpfe, der Duft ist noch ganz frisch. Azrael, es kann auf keinen Fall mehr lange dauern. Gleich haben wir sie. Kusch, kusch, kusch. Jetzt schau, Fussi, aufhauen. Schlumpfine, die beste Art, sie loszuwerden, ist sie zu erschrecken. Pass auf, hier Fussels ein Geschenk für euch, eine kleine Überraschung. Das war der letzte Schlaubi. Das war aber auch höchste Zeit. Lass sie uns wegschlumpfen, wie Papa Schlumpf gesagt hat. Ach, endlich habe ich meine Ruhe. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, schnell! Die Fussels fressen unseren Damm! Was? Schneller! Ich hasse Fussel! Platz für Papa Schlumpf! Kreuz die Finger! Schlümpfe! Fangt alle Fussels ein, bevor sie aufwachen. All diese kleinen Fussel dürfen schlafen, aber ich... Oh nein, Papa Schlumpf, sie wachen auf! Das war der Rest meines Schlafmittels und es ist keine Zeit, ein neues herzuschlumpfen. Fantastisch, ein echter Schlumpfpfad. Diese missratenen Schlümpfe werden früher oder später hier vorbeikommen. Und wenn sie das tun, sind wir bereit. Es ist zwecklos, Schlümpfe. Wir haben getan, was wir konnten. Das ist der Untergang. Das Ende des wunderbaren Schlumpfteiches. Und an allem bin ich schuld. Nein, Harmonie, das ist ja grässlich. Hör auf. Nein, Harmonie, blas weiter, lauter. Na sowas, seht mal. Lauter, Harmonie, sie lieben deine Musik. Tatsächlich? Ja, diese reizenden Fussel haben ja Geschmack. Aber was soll ich mit ihnen machen? Zurückbringen in die Wälder, wo sie hingehören. Psst.
die Schlümpfe mit ihrer ganzen widerlichen Fröhlichkeit. Aber bald machen wir diesem Treiben ein Ende. Wir haben die Schlümpfe, wir haben sie, Azrael. Ha! Dem Gewicht nach zu urteilen, haben wir sie auch alle. Ach du meine Güte, Papa Schlumpf, was wird er mit diesen armen kleinen Fussels machen? Ich weiß es nicht, Lamsi, aber wir werden's erfahren. Zu guter Letzt gehören uns die Schlümpfe nun doch noch alle. Da. Weg sofort, weg zurück in die Kiste, ich hasse euch. Dieses Mal sind sie zu weit gegangen. Ich kriege diese verkommenen Schlümpfe. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.